Moin, moin, ihr Lieben. Emerald Lake ist heute wieder mal dran. Wir gucken mal, was die Hechte und die Zander zu unserem Casting-Spoon 14 Gramm 2-0er Haken in Gold sagen. So, wir werfen mal aus. Ihr wisst, hier hinten ist so ein bisschen Zanderregion. Mal zwischendurch gönnt sich da auch mal ein Hechtenblinker. Aber wir schauen mal. Ich gehe wie immer mit meiner Taktik vor. Zwischendurch ein bisschen drehen und ein bisschen nicht mehr drehen. Und den Blinker jeweils dann runterfallen lassen. Dieses Stop and Go. Aber das sind keine 3 Punkte bei Stop and Go, die bei mir so sind. So werde ich jetzt mal hier so ein bisschen durchziehen. Ich muss allerdings sagen, ich habe mit dem Blinker hier noch nicht viel und aktiv geangelt. Aber auch hier auf jeden Fall geht der Hecht drauf, das kann ich so sagen. Beim Zander weiß ich es nicht. Also wenn, dann eher doch der Hecht, behaupte ich mal. Wir machen halt eben mal jetzt den Test und schauen mal so ein bisschen. Wie gesagt, meine Favoriten sind auf jeden Fall Bubble Spoon. Das steht fest, der Lilane, wozu es ja schon mal eine Folge gab, weil der ist für Hecht und Zander ganz nice. Hier ist das immer so ein bisschen schwierig. Also ich habe auf dem bisher auch wirklich nur Hecht gefangen. Ich mache jetzt auch, ohne dass ich wieder hier irgendwo was anziele oder anvisiere, ich feuere jetzt einfach mal so raus. Ich hätte ruhig noch weiterwerfen können, aber ich denke mal 55 Meter reichen erstmal. Ne? Und dann ziehe ich mal so ein bisschen an die Kiste hier. Mal schauen, ob da ein Fisch gleich Bock drauf hat. Also eben gerade habe ich schon mal ein paar Testwürfe gemacht und hatte auch tatsächlich ein Hecht dran. Auch sogar ein Grashecht, ein Trophy. Da ist was dran. Ne? Also wie ihr seht, er ist auf jeden Fall auffängig. Kann man im Laden definitiv auch erwerben, wenn ihr da Interesse habt an dem. Wie gesagt, das ist immerhin Farm, ohne dass man jetzt derzeit dann weitere Kosten hat. Ne? Man muss halt einfach nur ein paar Würfe machen und dann kann man dementsprechend die Fische auch fangen, wenn das mit der Beißzeit und mit der Lust und Laune der Fische auch hinhaut. Ja, muss man immer mal so ein bisschen schauen. Aber das ist auf jeden Fall kostengünstiges Farm, ja. Lassen wir ein bisschen wieder absacken. Ich bin jetzt so im Mittelbereich von der Tiefe her. Wie gesagt, diese Hechte zieht ihr sowieso sehr, sehr gut. So Flachgewässer, sage ich jetzt mal, wo auch Seerosen und Co. sind. Das ist wahrscheinlich auch schon bekannt. Da kriegt ihr die auf jeden Fall sehr gut. Schilfkanten, ne, da überall. Könnt ihr auf jeden Fall fängig werden. Ne? Ist manchmal eine etwas längere Periode. Simples Einholen. Wir können mal ein bisschen twitchen nebenbei. Das kennt ihr ja auch. Twitchen mache ich meist immer am liebsten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Sind wir so auf Höhe der Seerosen ungefähr. Aber ich glaube, bei dem Wurf gerade will nichts beißen. Das ist auf jeden Fall Casting-Spoon. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen diesbezüglich sind. Könnt ihr auch mal gerne reintickern. Wie ihr so mit dem Casting-Spoon klarkommt. Ich nutze den relativ selten, muss ich halt gestehen. Ich gehe jetzt mal wieder in Richtung Schilfkante hier und ziehe mal schön an der Schilfkante entlang. Da wird bestimmt vielleicht einer ein bisschen williger sein. Also ich denke mal, Zander ist jetzt so meine Erfahrung insgesamt absolut nicht. Das ist halt eher so irgendwie Hecht. Twitch mal ein bisschen. Ja, wie ihr seht, das ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer, die Fische damit zu überzeugen. Anstelle wie der Narrow Spoon. Das ist schon eine andere Granate. Mein Ding ist dieser Blinker nicht, aber viele wiederum haben mit dem Blinker überhaupt keine Probleme. Ja, da ist was dran. Also er ist fängig, da steht auf jeden Fall fest. Aber ich mag halt den anderen lieber. Das ist so eine persönliche Einstellung nur. Nichts weiter. Da kommt der Fisch. Zack. Da ist er, der Jung. Das ist auch ein Trophy sogar. Schaut.
Ja, also habe ich hier so entlang gezogen und habe den Trophy rausgeholt, ohne großartig. Ich habe einfach nur zur Ecke angepeilt und einmal so quer rüber. Das heißt, wir haben uns jetzt diesen goldenen Castingspoon 14 Gramm 2-Dollar Haken mal angeschaut. Des Weiteren würde ich mit euch mal diesen hier anschauen. Denn den kann man natürlich auch erwerben im Shop. Ich würde da quasi direkt nochmal lang ziehen, wenn ihr wollt. So, einmal. So, das ist natürlich auch einer 14 Gramm mit 2-Dollar in Rot-Silber. Ziehen wir auch so lang hier. Und ja, mal schauen. Der Blinker ist wirklich nicht schlecht. Den nutze ich manchmal sogar auch Moose Lake. Da habe ich auch schon viele Erfolge mit. Na, das war doch wohl eher eine Seerose. Auf jeden Fall habe ich mit dem aber schon mehr Erfolg gehabt als wie mit dem mit dem goldenen oder silbernen Casting Spoon. Ja, aber die Fische müssen halt eben auch wollen. Ich glaube, ich sollte sonst vielleicht später noch mal ein bisschen vorspulen zu einer bissigen Zeit. Ansonsten gehen wir gleich mal hier zu der rechtsliegenden Schilfkante und schmeißen da einfach auch mal gleich noch mal hin. Auf jeden Fall funktionieren diese Blinker gut. Aber ich glaube, meine Bisszeit ist nicht mehr gut. Komm, ich mach das mal für euch. Wir spulen mal eine Runde vor, weil ich weiß, dass der wirklich gut ist und ich möchte euch das halt auch zeigen. Mein Ding war immer so, dass ich immer gesagt hatte, ja, zum Teufel, was mache ich denn jetzt nun? Ich habe das Problem, auch als Anfänger, ich weiß halt nicht, wo ich hinwerfen soll, was ich tun soll, welchen ich mir davon kaufen soll, welcher Blinker, welcher Casting, also welches, ne, Castingspoon, welcher Barbelspoon oder weiß der Geier, was ist halt jetzt gut, was, ne, lohnt sich auch zu kaufen. Natürlich kann man auf viele Tipps eingehen, da war auf jeden Fall was dran, ne? Und kann natürlich sich dann die dementsprechend auch kaufen. Dafür sind auch zum Beispiel jetzt meine Videos da. Des Weiteren aber wiederum sage ich mal so, ihr müsst halt wirklich gucken. Das Schlimme ist, bei jemandem, den ich kenne, der fängt mit dem weißroten oder silbernen roten richtig gut. Und ich habe mit den Casting-Spoons gar keinen großartigen Erfolg, was halt ziemlich schwierig halt ist, jemanden diesen dann halt auch dementsprechend weiterzuempfehlen. Aber ich weiß, dass er empfänglich ist, weil es gibt so viele Leute, die halt eben diesbezüglich schon mir neben mir standen und mit dem halt wirklich gefangen haben, ne? Und für mich ist das nichts. Warum das auch immer so sein mag, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, aber es ist halt einfach so und ich nehme das halt so hin. Kann halt auch sein, dass es, ja, das denke ich aber weniger, dass es so eine kopfgesteuerte Sache ist. Also jetzt habe ich schon wieder was dran, weil kennt ihr das, wenn ihr manchmal so sagt, ach, das ist nicht so meins, das ist nicht meins, oder ich hatte mal einen davon, das war zwar nicht dieselbe Farbe, aber mit dem hatte ich nicht so viel Erfolg. Wisst ihr, was ich meine? Dass man dann allgemein so eine kleine Abneigung zum Casing Spoon entwickelt hat. Mal hier, aber wie ihr seht, überwiegend einfach nur Hechte, ne? Das sind so eine Hechtblinker auf jeden Fall. Damit knallt ihr die ganz gut. Ich feuer einfach mal so rüber. Vielleicht kriege ich von dort drüben noch mal den Gras in Trophäe, also den Grashecht in Trophäe. Den hatte ich vorhin auch gehabt. Habe ich noch nie gefangen von da hinten aus. Ja, aber da sitzt auf jeden Fall auch eine in Trophäengröße. Da habe ich was dran gehabt. Leier ich mal kurz eine Runde ran, lass ihn wieder sacken. Da ist was dran, jetzt habe ich ihn. Aber das ist nichts Dickes, das ist ein kleiner Hecht, denke ich mal. Aber wie ihr seht, er ist fängig. Jetzt habe ich nochmal so ein bisschen in den Beißzeit reingespult, weil vorhin hatte ich schon sehr, sehr stark abflauende Beißzeit. Ja, also auf jeden Fall seht ihr, also auch die Casting Spoons sind, was Hechte angeht, fängig. Die Spoon-Dinger, die sind aber auch für den Zander sehr. Ah, guck mal hier. Hier ist er. Was habe ich gesagt gehabt? Hier hinten befindet sich also auch der Rotflossenhecht in Trophäengröße. Jetzt habe ich euch das tatsächlich auch nochmal zeigen können. Also, wie ihr seht, es funktioniert einwandfrei. Was habe ich euch jetzt quasi im Endeffekt in diesem Video gezeigt? Ich habe euch einmal vorgestellt, dass der rot-silberne sowie der goldene Castingspoon definitiv fängig ist und für dieses Gewässer für Hecht
zumindest auf jeden Fall geeignet ist. Das steht schon mal fest und ich hoffe, ich konnte euch diese beiden schmackhaft machen. Es gibt von dieser Sorte tatsächlich noch eine silberne und mit der fangt ihr auch genauso gut. Ja? Ich wünsche euch vom Herzen ganz viel Glück und Freude. Haut die Hechte raus da aus dem See. Habt ganz viel Freude mit diesen beiden oder mit den dreien Casting Spoons. Kann man sich auf jeden Fall gönnen und leisten. Vielleicht spielt man sich den einen oder anderen auch in Form von Visionen machen frei. Seid da auf jeden Fall auch mit aktiv dran. Lohnt sich auf jeden Fall. Man bekommt hier und da auf jeden Fall schöne Sachen freigeschaltet. Und ja, viel Vergnügen wünsche ich euch. Haut mal in die Kommentare rein, wie es euch gefällt. Okay, bis zum nächsten Mal und Petri hi.